Hallo und willkommen zurück zu Let's Change Staffel 2. Wo bin ich denn hier? Ach, ich bin noch im Dorf. Das sieht ja schon richtig nett aus. Das ist unser erstes Haus. Das kenne ich ja auch schon aus meiner ersten Folge. Hier haben wir jetzt eine Kiste mit Verschiedenes. Haha. Da ist wohl ein Clown drin. Haha. Baublockkiste. Okay. Und da haben wir noch eine Werkzeugkiste, wo noch kein Werkzeug drin ist. Jetzt Werkzeug drin. Okay, gut. Ich glaube, wir haben so. Da steht ein Steingolem vom Fenster. Gruselig. Wir haben, glaube ich, so stillschweigend die Übereinkunft getroffen, dass wir wohl ein bisschen am Dorf arbeiten, also dass wir da so ein bisschen das Dorf verschönern. Eine kleine Überraschung von Kev. Ich habe Kevs Video nicht ganz gesehen. Vor mir mal Motoko dran. Das Video habe ich natürlich noch gar nicht geschaut. Und bei den anderen habe ich aber auch schon reingeguckt. Aber ich glaube, der Golem ist die Überraschung, ne? Ja. Bei Bedarf freilassen. Mal gucken. Da haben wir da eine. Okay, da ist kein Tor dran. Ich könnte da so ein Tor reinsetzen. Oder kann der durch Tore gehen? Dann hat man es leichter, wenn man ihn freilassen möchte. Wow, da wurde aber echt hier ganz schön was getan. Wir haben eine richtig schöne Treppe hier zu unserem Haus. Alles begradigt. Den Stall hier mit den Tieren. Sogar schon Babytiere dabei. Klasse. Ja, ich dachte, ich mache vielleicht an der Dorfverschönerung weiter. Aber da haben ja alle anderen schon so viel Arbeit geleistet mit, dass ich das fast nicht machen muss. Gerade mal meine Geräusche runterdrehen, sonst ist es ein bisschen zu laut für die Aufnahme. So. Hier bleibt ja eigentlich fast nichts mehr für mich übrig. Gucken wir mal hier rein. Da sind ein paar Bewohner. Da gibt's also Fisch oder Weizen fürs dann Smaragde. Wir können ja vielleicht. Uah! Nein, 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 nein. Nein, nicht alles kaputt machen. Okay, jetzt habe ich auch wieder Arbeit. Ach, scheiße. Dann gehe ich gerade mal, so macht man sich Arbeit. Toll. Haben wir eine Fackel? Ja, Fackeln brauchen wir. Ich mach mal hier was hin, damit nicht so viel spawnt hier im Dorf. Also, das war echt eine gute Idee. Ich werde ein bisschen was ausleuchten noch, damit hier in der Nähe vom, oder wenigstens im Dorf nicht so viel spawnt. Ich muss das, was ich kaputt gemacht habe, reparieren und wenn wir ein bisschen Getreide sammeln, können wir uns dafür Smaragde kaufen. Und für die Smaragde dann wieder andere Sachen. Ist gerade mal ein bisschen Brot. Ach so, und ich habe übrigens jetzt auch ein anderes Texturenpaket als bei meiner ersten Folge Let's Change Staffel 2, weil ich das Update gemacht habe, Minecraft 1.4, und da hat das mit dem musste ich ein Texturenpaket nehmen, was das schon alle Items drin hatte und so. Was mache ich denn? Ich habe gesehen, dass wir im Inventar eine Tür haben. Also ich hoffe, dass er nicht das so und jetzt schnell die Tür rein. Okay, gut. Wir können den vielleicht noch einen Namen geben. Steini. Ach, das ist ja einer aus Eisen, oder? Eisi hört sich ein bisschen blöd an. Albert. Albert Eisenstein. Ja. Ich bin heute wieder zum Scherzen aufgelegt. Okay, ich habe überhaupt keinen Überblick, wenn das hier alles so durcheinander geworfen ist. Das ist Holz, das ist noch mehr Erde. Also Erde haben wir ganz viel, gut, das ist ja schon mal. Ach so, ein Fackeln machen, ne? Fackeln, Fackeln, Fackeln. Kohle, haben wir Kohle? Wenn ich, wieso sitzt da eigentlich die Tür so komisch drin?
Ja, wir haben Kohle. Gut. Das da weg. Die Eier tue ich da rein. Ich tue mal da so ein bisschen was rein, was da sowieso schon drin ist. Okay. So, und dann repariere ich hier die Sache mal wieder. Blöd. Sogar der Berg bei kaputt gegangen. Mann, Mann, Mann. Und das Feld auch. Müssen wir gleich nochmal neu machen. Moment, bis dahin geht die Erde. Hier ist Kies. Ah ja. Das hier war Kies. Ich nehme an, das ist dann vielleicht ungefähr bis dahin Kies gegangen. Also, dann machen wir das auch wieder so. Und schließt das mit dem Haus ab. Ich weiß jetzt nicht. Ich mache mal die Tür dahin. Ich weiß nicht, wo die Treppenstufe hierher kommt. Ach, das war das Dach. Ah, das Dach. Wurde auch kaputt gemacht. Dann brauchen wir noch zwei Holztreppenstufen fürs Dach. Die Tür ist weg. Ich setze da mal, sind da Fensterscheiben drin. Ja, okay. Jetzt. Ach nee, geht nicht. Wenn ich eine Tür daneben dran setzen will, geht das hier in der Seite mit der Fensterscheibe nicht. Dann machen wir Holz. Okay, zwei Holztreppen. Und eine Tür müssen wir holen. Waren das jetzt zwei oder drei? Ich mach mal noch welche. Vielleicht können wir hier auch noch mal Treppen runter machen. Weil das sieht noch ein bisschen blöd aus. Ich überlege mir gleich noch was. Also hier wieder. Ja, okay, zwei hätten gereicht. Und hier. Das geht eigentlich. Aber vielleicht sollten wir da die Lücke auffüllen. Und ich denke, dann könnte vielleicht auch jeder so sein eigenes Haus demnächst hier irgendwie bauen. Dann bekommen wir ein richtiges großes Dorf. Das wäre bestimmt sehr nett. Das passt nicht. So. Ach ja, vorhin, bevor der Creeper angegriffen hat, hatte ich ja noch gemeint, dass ich ein, wegen dem Minecraft-Update, ein anderes Texturenpaket genommen habe. Das Texturenpaket heißt. Ich habe es wieder vergessen. Wie hieß das denn? Ich kann natürlich auch gerade mal nachgucken. Ach, da muss ich ganz raus. Moment. Genau, Steel Feathers Enchanted Pack. Nur zur Info für die Leute, die das interessiert. So, da hinten gibt's noch was. Das habe ich noch nicht erkundet. Vorratskeller in Spee. Ach, das war das, der Vorratskeller in Spee. Ja, den kenne ich. Aus dem anderen Video kenne ich den. Kev hat den Weg markiert. Ja, also wenn wir da einen Vorratskeller draus machen wollen, müssten wir halt da irgendwie mal einen Raum
draus machen. Bisher ist das ja noch eher so ein Höhlenzugang. Da dürfen sich aber andere Leute gerne drin aufhalten, die möchten. Wieso habe ich denn jetzt doch noch eine Holztür im Inventar? Bin ich blöd? Habe ich die vorher übersehen? Ich bin irritiert. Hier könnte man auch noch eine Treppenstufe hinmachen. Naja, nicht so wichtig. Ja, was machen wir denn jetzt? Dann ernte ich nochmal das Beet ab. Ach ja, richtig, wir hatten ja sowieso da die Ecke vom Beet noch kaputt. Oh, da brauche ich neue Holzstämme. Okay. Gibt nicht so viele Bäume hier. Fällt mir da auf, da hinten ist ein Baum. Vielleicht kann ich noch ein paar Bäume pflanzen. Ach, ich renne da gegen die Tür, ey. Ich hasse es, wenn solche Dinge anders sind, als ich sie mache. Aber irgendwo ist es ja auch berechtigt. Da sind zwei Setzlinge. Wenn man so ein Let's Play Together macht, dass dann auch die Sachen halt mal ein bisschen anders sind. Ist man mal ein bisschen gefordert. Ja? Willst du was von mir? Kamst du zielstrebig auf mich zu? Ich könnte in der Mitte einen Baum pflanzen. Sieht doch bestimmt auch schön aus. Hier mal. Oder sieht das jetzt komisch aus? Weil der so abgetaucht ist. Ja, ich glaube, der sieht nicht so. So, Fackeln wollte ich noch machen und das Dorf auch noch ein bisschen ausleuchten. Ja, richtig. Die Fackeln mache ich jetzt gleich, sonst vergesse ich das wieder. So. Die Dorfbewohner schauen mir bei der Gartenarbeit zu. Das finde ich sehr nett. Könnt auch gerne helfen. Und dann setzen wir den Baum halt mal hier hin. Gucken, wie es dann aussieht. Besser? Oder nicht? Ich glaube schon. So, und dann vier Stück. Werde ich hier mal ein bisschen Getreide sammeln. 18 Stück möchte der eine Dorfbewohner haben. Jetzt haben wir 14. Okay. Wieder neu pflanzen. Es geht so schlecht von hier unten. Sehr gut. So, wer wollte Getreide haben von euch beiden? Ah. Damit haben wir einen Smaragd. Ich lerne es nie, dass die Tür zur anderen Seite aufgeht. Ich weiß nicht, ob das unser erster Smaragd ist. Ich platziere den hier mal so ganz auffällig da rein. Moment. Graue Wolle. Na, die Wolle kann ich immer hier lassen. Aber wenn wir da Baumaterial haben, dann tun wir den Sand doch auch da rein. So. Daraus mache ich jetzt noch ein bisschen Brot. Und das Fleisch da rein. Die Tür da wieder hin.
Ich überlege gerade, ob ich noch mehr Bäume pflanze. Vielleicht. Ich nehme noch ein bisschen was von dem Knochenmehl. Und ich habe nämlich noch eine Idee. Ich lege mich erstmal schlafen. Mir ist noch eine Idee gekommen, verrate ich aber noch nicht. Darf ich mal gerade da durch? Wettstarren. Lass mich durch. Idiot. Zum Glück kann man. Das hast du absichtlich gemacht. Kann man ja durch die Leute durchgehen. Das finde ich sehr nett. So, ich setze jetzt noch mal, setz mal da noch ein Licht hin und auf die Seite noch ein paar Lichter. Damit hier nicht so viel spawnt, wie gesagt. So. Nicht hier ein bisschen. Nein. Dahin. So, und hier noch ein bisschen Wiese. Sieht doch dann schöner aus. Au. Ja. Da war ein Skelettbogenschütze, der hat sich versteckt. War wohl schon angekokelt. Aber hey, er hat einen Bogen fallen lassen. Leider einen schon fast demolierten Bogen. So, hier wachsen ja schon ein paar Bäume. Der sieht irgendwie sehr konstruiert aus, der Baum. Ah ja, hier wurde auch schon angepflanzt. Soll den doch noch wachsen. Hat auch schon jemand mitgedacht. Bäume gepflanzt. Könnte Motoko gewesen sein, traue ich ihr zumindest zu. Weil die ein bisschen zu eng stehen teilweise. Dann werden die so krass riesig oder wachsen so ineinander. Dann setze ich mal ihre Arbeit fort. Und da noch einen hin. Setze ich hier noch einen hin. Und dann haben wir noch hier einen. So, und dann den ersten mache ich auch schon wieder platt. Nehmen wir mal den da hinten. Denn ich brauche jetzt ein bisschen Holz. Und, oh, haben wir Eisen? Ich brauche noch. Ich brauche eine Schere. Ich möchte nämlich gerne die Blätter haben. Bevor sie sich jetzt ganz auflösen. Ach, da wäre auch noch. Jetzt habe ich keinen Knochen mehr. Hä? Ach, das Haus ist im Entstehen. Ja, schön. Kann jeder in sein ein Haus einziehen, oder was? Darf ich nachher einfach irgendwo ein Schild dran machen? Mein Haus. Irgendwer hat's gebaut und ich besetze es dann. Hausbesetzung. Da ist kein Eisen. Das ist blöd. Ich würde nämlich schon ganz gerne. Schaffe ich das noch? Auf jeden Fall brauche ich noch ein Schwert. Kann man noch ein Schwert machen? Ich hoffe. Ich finde da unten Eisen für eine schöne Schere. Was steht da? Geh um die Ecke. Hier ist alles schon aufgesammelt, Käfer. Ach, scheiße. Aber er hat sich nicht weiter runtergebuddelt. Vielleicht mache ich das mal gerade. Oh, das ist aber hier sehr krass ausgeleuchtet. Glaube ich gar nicht nötig. Unten ist, wo noch was zu holen ist. Okay, danke schön. Dann gehen wir mal runter. Ah, sehr schön. Ich brauche ja nicht nur zwei Stück Eisen. Das reicht mir schon. Wunderbar. Ich gerade nochmal um die Ecke luken, ob hier noch irgendwas. Auf jeden Fall geht's da ins Dunkle. Okay, aber zwei reichen erstmal. Wir sollten auf jeden Fall noch mehr Eisen holen. Das werden wir früher oder später brauchen. Es ist natürlich ein bisschen was draufgegangen für den Eisengolem.
Ach, die Kohle brauchen wir auch nicht. Mit den ganzen Schildern verlaufe auch ich mich wahrscheinlich nicht. Raus hier. Jetzt noch einen Snack. Warten, bis das Eisen gut ist. Schön durchgebraten. Und mir wird es langsam warm. Ich habe die Heizung angemacht. Ich könnte sie jetzt wieder ausmachen. Ah, sehr schön. So, kommt her, ihr Blätter. Mal gucken, ob noch welche übrig sind. Yay, einer. Und da noch welche weg. Jetzt können wir auch wieder neue Bäume pflanzen. Und dann nehme ich einfach hier noch welche weg. Ich mag das, wie schön schnell das mit der Schere geht. Zack, zack, zack. Alle Dinge einsammeln. Ich kann hier vielleicht gerade noch das da wegmachen. So. Gucken, ob 6 Stück Holz reichen. Jetzt ahnt ihr wahrscheinlich schon, was ich vorhabe. Und 6 reichen nicht. Oder? Gerade so. Eine Hecke. Kann ich die 2 mit mir? Ich finde, das sieht vielleicht ein bisschen netter aus. Ich weiß nicht, ob es den anderen gefällt. Kann das vielleicht auch noch ein bisschen variieren. Ich find's ganz nett. Okay. So viel zu meiner Arbeit. Ich denke, mehr mache ich in dieser Folge nicht. Ich habe jetzt das Dorf ein bisschen ausgeleuchtet. Ich habe das Dorf kaputt gemacht, dann habe ich es auch wieder repariert. Ich habe uns einen Smaragd besorgt vom Dorfbewohner. Noch ein paar Bäume gepflanzt. Ja, gehe ich vielleicht in... Wow, du bist da irgendwie, du steckst fest. Gehe ich mal wieder ins Haus? Ich denke, das Haus erkennt jeder. Wieder. Mal die Ecke hier. Als nächstes ist der Kelturio dran. Ich hoffe, er hat Spaß hier an dem Dorf weiterzubauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Let's Change. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.